einem bequemen Sitz dabei, gerne den Schneidersitz. Wenn das für dich unbequem ist, kannst du gerne auch den Fersensitz nehmen. Und dann nehme ich hier einmal ganz bewusst den Kontakt zum Boden wahr. Lasse deine Sitzbeinhöcker mehr in die Matte senken und stell dir vor, jemand verlängert deine Wirbelsäule, indem jemand mit einem Faden an deinem Kopf zieht. Und dein Kinn zieht ganz leicht Richtung Brustbein, spür die Verlängerung in deinem Nacken und deiner Wirbelsäule. Und dann beginnen wir hier mit drei tiefen Atemzüge. Gerne durch die Nase einatmen und dann lösen durch den geöffneten Mund ausatmen. Noch einmal tief einatmen und mit dem Ausatmen lass alles Altes los. Ein letztes Mal tief einatmen und nochmal lösen ausatmen. Und dann sei hier noch einmal kurz der stille Beobachter von deinem Atem. Lass deinen Atem kommen und gehen in deinem ganz natürlichen Fluss. Und dann stelle dich langsam auf Bewegung ein. Hier mit deiner nächsten Einatmung deine Arme zur Seite, nach oben. Mach dich einmal ganz lang und mit der Ausatmung lass nur deine Schultern senken. Atme ein und mit der Ausatmung geh dich einmal rüber zur rechten Seite, deine linke Hand an dein rechtes Knie. Deine rechte Hand hinter dir aufgestellt. Und dann atme hier einmal tief ein, finde mit der Einatmung nochmal Länge in der Wirbelsäule und mit der Ausatmung dreh dich ein bisschen auf zur rechten Seite. Und komm mit der Einatmung nochmal nach oben, heb beide Arme, mach dich ganz lang. Komm zurück zur Mitte und mit der Ausatmung dreh auch zur linken Seite deine rechte Hand jetzt auf dein linkes Knie und deine linke Hand hinter dir aufgestellt. Und dann finde auch hier nochmal mit der Einatmung Länge und mit der Ausatmung dreh ein bisschen weiter. Dein Bauchnabel zieht ganz leicht nach innen. Wenn es dein Nacken erlaubt, kannst du auch gerne über deine linke Schulter. Und dann komm mit der nächsten Einatmung zurück in die Mitte, heb beide Arme wieder nach oben, dreh dich zurück nach vorne. Und mit der Ausatmung bring beide Handflächen auf deine Schultern. Und fang hier einmal an, drei große Kreise zu zeichnen. Schöpfe da wirklich den Radius, den Bewegungsradius deiner Schulter aus. Und wenn du drei Kreise in eine Richtung gezeichnet hast, dann wechsel einmal die Richtung. Mach das gleiche einmal in die andere Richtung. Dann löse langsam auf, schüttel einmal deine Handgelenke aus, deine Schultern, kreis deine Hände einmal in die eine Richtung, in die andere Richtung. Und dann komm mit deinen Händen nochmal zu deinem Nacken, schließ dir gerne einmal deine Augen mit den Händen zum Nacken und gib dir hier eine kleine Selbstmassage. Und einfach mal gucken, wo die Anspannung hält. Wenn du möchtest, kannst du auch in dein Gesicht gehen oder an die Schultern. Ja, schau einfach, was sich hier für dich richtig anfühlt. Und dann stell deine Hände einmal hinter dir auf, heb einmal deine Füße und Knie an, als würdest du im Boot sitzen. Und dann kreis hier einmal deine Füße in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und dann nimm nochmal deine Hände mit dazu, aktiviere deine Körpermitte, einfach um unsere Gelenke aufzuwärmen vor unserer Asana-Praxis. Und dann finde von hier aus ganz langsam deinen Weg in deinen Vierfüßlerstand. Wichtig ist immer, dass Gelenk über Gelenk ist, das heißt deine Handgelenke in einer Linie mit deinen Schultern und die Knie in einer Linie mit der Hüfte. Und deine Zehenfinger sind aufgespreizt wie zwei kleine Sonnen auf der Matte. Und mit der Einatmung kommst du einmal ins geführte Hohlkreuz, hebst den Blick und dein Herz. Und mit der Ausatmung kommst du in die Katze, drückst die Matte unter dir weg. Mit der Einatmung komm nochmal in das geführte Hohlkreuz, ausatmen in deine Katze. Noch einmal mit der Einatmung in die Kuh. Und mit der Ausatmung nochmal in die Katze. Und dann
Schalte dieses Mal und stell dir wirklich vor, du kannst die Matte unter dir wegdrücken. Mach deine Schultern, deinen oberen Rücken ganz, ganz hoch. Und dann löse langsam auf, komm in deinen Vierfüßlerstand, in deinen neutralen Vierfüßlerstand und fang hier einmal ganz intuitiv an, dich ein bisschen rumzureißen, zu schnörkeln. Du kannst gerne dabei die Augen schließen, das hilft immer ein bisschen gerade. Am Morgen ist das sehr schön, wo will mein Körper hin, das tut mir gerade gut. Und dann komm langsam zurück zu einem neutralen Füßlerstand. Schau noch einmal, dass du dich ausrichtest, Gelenk über Gelenk, den Finger aufgespreizt auf deiner Matte. Und von hier aus heb einmal deinen rechten Arm und dann nimm das linke Bein dazu. Schau, dass deine Hüfte geschlossen ist, parallel zur Matte. Bauchnabel zieht nach innen, du hast eine aktive Körpermitte. Und dann mit der Einatmung stell dir vor, jemand zieht an deinen Fuß und deiner Hand. Und mit der Ausatmung treffen sich Ellbogen und Knie unter deinem Bauchnabel. Dein Bauchnabel zieht nach innen. Mit der Einatmung kommst du nochmal in die Länge. Und mit der Ausatmung nochmal Crunch, mach den Rücken rund, Bauchnabel zieht nach innen. Einatmen nochmal in die Länge. Und ausatmen. Und dann greif von hier aus einmal mit der rechten Hand dein linkes Bein. Und dann bleibe entweder hier und spüre nur die Dehnung in deinem linken Oberschenkel. Oder wenn du möchtest, komm in die Tänzer-Variante. Dafür drückt der Fuß in die Hand, die Hand in den Fuß. Und dann heb einmal deinen Blick, schau einmal nach vorne. Und dann löse langsam wieder auf. Bring deine Hand und dein Knie zurück auf die Matte. Und setz dich von hier aus einmal in die Stellung des Kindes. Dein Gesäß auf deine Fersen und dann tu deine Hände oder Arme einmal intuitiv dahin, wo sie gerade hin möchten. Vielleicht nach vorne, vielleicht nach hinten. Und dann nimm einen ganz, ganz tiefen Atemzug hier ein in deinen Bauch. Und dann einen langen Atemzug aus. Und dann finde langsam wieder zurück in deinen Vierfüßlerstand. Und deine Hände wieder nach vorne. Gelenk über Gelenk. Und dann streck von hier aus deinen linken Arm aus und nimm das rechte Bein dazu. Schau nochmal, dass deine Hüfte gerade ausgerichtet ist. Und mit der Einatmung ziehst du dich in die Länge und mit der Ausatmung crunch unter deinem Bauchnabel eine aktive Körpermitte. Einatmen kommst du in die Länge und ausatmen kommst du in den Crunch. Aktiviere die Körpermitte. Einatmen nochmal in die Länge. Und ausatmen nochmal in den Crunch. Einatmen nochmal in die Länge. Und ein letztes Mal mit der Ausatmung in den Crunch. Mach dich rund. Und dann komm mit der Einatmung nochmal in die Länge. Und greif von hier aus mit deiner linken Hand dein rechtes Bein. Und dann stell dir wieder vor, dass dich jemand an deinem Fuß nach oben zieht. Komm in die Tänzer-Variante. Hebe gerne noch einmal den Blick. Spür die Öffnung deiner gesamten Körpervorderseite. Atme tief ein und mit der Ausatmung löse langsam wieder auf, bring deine Knie und deine Hand zurück auf den Boden und setz dich von hier aus nochmal kurz in die Stellung des Kindes. Komm zurück zu deinem ruhigen Atem, neutralisiere hier deine Wirbelsäule und dann bring langsam wieder deine Hände nach vorne, roll zurück in den Vierfüßlerstand. Stülp deine Zehen um und mit der Ausatmung in den herabschauenden Hund. Und dein erster herabschauender Hund heute, du kannst gerne einmal auf der Stelle laufen, deine beiden Rückseiten, deinen Rücken ein bisschen auflockern. Wenn du möchtest, kannst du deine Arme mit dazu nehmen. Und dann press langsam wieder beide Fersen Richtung Matte. Dann roll mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel nach vorne, komm in die schiefe Ebene wie eine Wellenbewegung. Sehr schön. Und mit der Ausatmung kommst du zurück in den herabschauenden Punkt. Noch zweimal so. Mit der Einatmung kommst du nach vorne in die schiefe Ebene. Und mit der Ausatmung in den herabschauenden Punkt. Einatmen, komm nochmal nach vorne in die schiefe Ebene. Und ausatmen nochmal in den. Bleibe hier im Herabschauen und nimm einen tiefen Atemzug ein und einen langen Atemzug aus.
Dann lauf ganz langsam mit deinen Füßen zwischen deinen Händen, mach ganz kleine Schritte, komm an den Anfang deiner Yogamatte, lass die Beine gerne noch nicht gebeugt. Wenn es dein unterer Rücken erlaubt, kannst du gerne einmal deine gegenüberliegenden Ellbogen greifen und so ein bisschen von Seite zu Seite pendeln. Dann spür die Öffnung nochmal in deiner Beinrückseite und in deinem unteren Rücken. Und dann kannst du hier einmal gerne den Kopf ja nicken. Heute ist ein schöner Tag. Nein schütteln. Heute verdirbt dir nichts die Laune. Und dann löst langsam deine Hände wieder und komm von hier aus ins Stehen. Gerne Wirbel für Wirbel. Wenn das für deinen Rücken unangenehm ist, kannst du auch mit Armrücken nach oben kommen. Und dann hebt mit der nächsten Einatmung deine Hände in deine Handflächen oben zusammen und mit der Ausatmung deine Handflächen vor dein Herz und Namaste. Und dann löst deine Hände hier einmal, komm einmal in Tadasana. Und dann spür deine Füße fest auf deiner Matte. Du kannst hier einmal deine Zehen heben. Und dann roll von hier aus einmal auf deine Fersen, ach, auf deine Zehen nach vorne, heb die Fersen. Und dann wechsel nochmal ganz langsam, komm auf deine Fersen und heb die Zehen. Und dann komm nochmal auf deine Zehen. Und dann komm nochmal auf deine Fersen, heb die Fersen, dann bleib hier einmal und schau, ob du Ferse, ach, Zeh für Zeh runterkommst. Du kommst zurück auf deine Fersen, hebst einmal die Zehen und von hier aus bringst du ein Zeh nach dem anderen zurück auf deine Yogamatte. Und wenn das beim ersten Mal nicht direkt klappt, dann vielleicht beim nächsten Mal. Und dann greif hier mal wirklich so richtig auf deine Yogamatte mit deinen Zehen. Deinen festen Stand auf der Yogamatte. Deine Beine sind aktiv, dein Po ist aktiv, aktive Körpermitte. Rollen nochmal die Schultern von oben nach hinten. Dann beginnen wir hier mit unserem Sonnengruß. Mit der nächsten Einatmung hebt deine Arme, kommen in eine ganz sanfte Rückbeuge. Und mit der Ausatmung tauch nach unten, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, mach mit rechts einen Schritt zurück. Den Atem halten, komm in die schiefe Ausatmen, leg über Knie, Brust und Kinn am Popo ab, über Entenpopo. Ja, genau. Mit der Einatmung komm in die Kobra und mit der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund. Einatmen, mach mit rechts einen Schritt nach vorne. Ausatmen, mach mit links einen Schritt nach vorne. Einatmen, roll nach oben, heb die Arme, bring deine Handflächen zusammen und mit der Ausatmung Handflächen vor dein Herz. Mit deiner nächsten Einatmung heb die Arme wieder. Mit der Ausatmung komm in deine Vorwärtsbeuge. Einatmen, mach mit links einen Schritt zurück. Den Atem halten, schiefe Ebene. Ausatmen, leg über Knie, Brust. Einatmen, Kobra, Ellbogen eng. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Einatmen, mach mit links einen Schritt nach vorne. Ausatmen, mach mit rechts einen Schritt nach vorne. Einatmen, komm nach oben, heb die Arme. Ausatmen, Handflächen vor dein Herz. Wir machen noch eine Runde, jeweils eine Seite. Wenn du ins ganze Chaturanga möchtest oder in den heraufschauenden Hund, dann kannst du es gerne tun. Und mit der nächsten Einatmung heb die Arme und mit der Ausatmung hör auch ab, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rechtsschritt zurück, den Atem halten, schiefe Ebene. Ausatmen, deinen Weg nach unten. Einatmen, deine Rückbeuge. Ausatmen, herabschauen nach unten. Einatmen, Rechtsschritt nach vorne. Ausatmen, Linksschritt nach vorne. Einatmen, komm nach oben, heb die Arme. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Einatmen, heb die Arme, wieder sanfte Rückbeuge. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, Linksschritt zurück. Den Atem halten, schiefe Ebene. Ausatmen, dein Weg. Einatmen, deine Rückbeuge. Ausatmen, herabschauen. Einatmen, Linksschritt nach vorne.
Ausatmen, rechte Schulter nach vorne. Einatmen, roll nach oben, bring deine Handflächen nochmal zusammen. Und ausatmen, Handflächen vor deinem Herzen. Schließ hier kurz die Augen, spür kurz nach. Unser Sonnengruß energetisiert uns, bringt uns Kraft und wärmt unseren Körper auf. Mit der nächsten Einatmung heb nochmal die Arme, lehn dich nochmal leicht zurück. Mit der Ausatmung taucht es nach unten, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen halber, halbe Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Ausatmen, mach zwei Schritte nach hinten in deine Schulterebene. Und dann bleib hier für einen kurzen Moment. Spür die Kraft in deinen Händen. Dein Bauchnabel zieht nach innen, aktive Körpermitte, deine Beine sind aktiv, dein ganzer Körper ist aktiv. Dann atme hier ein und mit der Ausatmung leg gerne über Knie oder ganz mit langem Rücken auf deiner Matte ab. Einatmen, nimm die Schultern zurück, Cobra, und ausatmen in den herabschauenden. Und mit deiner nächsten Einatmung heb hier einmal dein rechtes Bein und mit der Ausatmung bring dein rechtes Bein zu deiner Nase, mach den Rücken rund. Einatmen kommst du nochmal in den dreibeinigen Hund und ausatmen machst du mit rechts einen Schritt nach vorne zwischen deine Hände. Richte dich hier kurz ein und dann heb mit der nächsten Einatmung deine Arme, kommen in High Lunge. Und mit der Ausatmung zieh deine Ellbogen jetzt nach unten, wie so zwei kleine Kaktusarme, öffnest, bringst du deine Ellbogen nach unten, zieh ihn richtig nach unten, aktivier deine Unterarme. Mit der Einatmung heb deine Arme nochmal und mit der Ausatmung bring deine Ellbogen nochmal nach unten, ziehen richtig schön nach unten. Einatmen nochmal nach oben und ausatmen nochmal nach unten, aktiviere deinen Rücken. Und dann einatmen, bring deine Handflächen nochmal nach oben und mit der Ausatmung bring deine Handflächen wieder zurück auf die Matte. Und tritt von hier aus zurück in deinen herabschauenden Hund. Mit der Einatmung roll nach vorne in deine schiefe Ebene. Und mit der Ausatmung leg über lang, mit langem Rücken auf deiner Yogamatte ab. Einatmen, nimm die Schultern zurück, Kobra, Ellbogen eng. Ausatmen in deinen herabschauenden Hund. Und nimm hier einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und durch die Nase aus. Und dann hebt mit der nächsten Einatmung dein linkes Bein. Und mit der Ausatmung bring dein linkes Bein zu deiner Nase, mach den Rücken rund. Einatmen in den dreibeinigen Hund. Und ausatmen, mach mit links einen Schritt zwischen deine Hände. Und richte dich hier kurz ein und mit der nächsten Einatmung komm nach oben in dein High Lunge. Mit der Ausatmung ziehen deine Ellbogen nach unten, du aktivierst nochmal deinen Rücken. Einatmen, heb die Arme und ausatmen, zieh die Ellbogen nach unten. Einatmen nochmal nach oben und ausatmen nochmal nach unten. Einatmen nochmal die Hände heben und mit der Ausatmung bring deine Handflächen zurück auf die Matte. Und tritt von hier aus zurück in deinen herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung roll nach vorne in die schiefe Ebene. Mit der Ausatmung leg mit langen Rücken auf deiner Matte ab. Einatmen, nimm die Schultern zur Cobra. Ausatmen in deinen herabschauenden Hund. Und dann atme hier einmal tief durch deine Nase ein. Und gerne einmal lösen. Durch den geöffneten Mund. Noch einmal so tief durch die Nase einatmen und lösen durch den geöffneten Mund. Und dann heb mit deiner nächsten Einatmung nochmal dein rechtes Bein, komm in den dreibeinigen Hund und mit der Ausatmung bring dein rechtes Bein nach vorne zwischen deine Hände. Stell den Fuß auf, erde deine linke Ferse und komm von hier aus nach oben in den Krieger. Deine Arme sind parallel zur Matte, deine Hüfte zur
langen Matteseite geöffnet. Und schau gerne über deinen rechten Finger und spür hier für einen tiefen Atem Kraft in deinem ganzen Körper. Und dann dreh deine rechte Hand Richtung Himmel und zieh mit der Einatmung so ein Stück nach vorne und mit der Ausatmung klapp nach hinten in deinen friedlichen Krieger, deine linke Hand an den linken Oberschenkel oder auf die linke Wade. Und dann spür hier einmal die Öffnung in deiner rechten Flanke. Komm mit der Einatmung zurück in deinen Krieger 2. Mit der Ausatmung komm in deinen seitlichen Winkel, der rechte Ellbogen auf deinem rechten Oberschenkel. Der linke Arm über deinen Kopf. Und dann drück einmal deine linke Fußaußenkante in die Matte, spür die Öffnung deiner gesamten linken Körperseite. Und dann komm mit der Einatmung langsam zurück in deinen Krieger 2. Und mit der Ausatmung komm nach unten, erst der rechte Arm, dann der linke Arm, tritt von hier aus zurück in den herabschauenden Hund. Und dann kannst du hier gerne noch einmal auf der Stelle laufen, kurz einmal alles auflockern. Und dann heb langsam, komm zurück zum herabschauenden Hund und dann heb langsam mit der nächsten Einatmung dein linkes Bein und dann mit der Ausatmung mach mit links einen Schritt zwischen deine Hände. Erde deine rechte Ferse und komm von hier aus in dein Krieger 2. Öffne deine Hüfte, schau, dass deine Fersen in einer Linie aufgerichtet sind. Ein Blick über deine linken Finger und dann nimm auch hier noch einmal einen tiefen Atemzug und spür den inneren friedlichen Krieger in dir. Und dann drehe deine linke Handfläche Richtung Himmel. Mit der Einatmung komm ein Stück nach vorne und mit der Ausatmung komm in deinen friedlichen Krieger und spür die Öffnung dieses Mal in deiner linken Flanke. Mit deinem rechten Fußaußenkante drückt auch gleichmäßig in die Matte. Und dann komm mit der Einatmung zurück in deinen Krieger 2 und mit der Ausatmung deinen Weg in den seitlichen Winkel, linker Ellbogen auf dem linken Oberschenkel, die rechte Hand über deinen Kopf, spür die Öffnung, die Dehnung deiner gesamten rechten Körperseite. Und dann komm langsam zurück in deinen Krieger 2 mit der Einatmung und dann mit der Ausatmung komm in deinen seitlichen Winkel, dein linker Ellbogen auf dem linken Oberschenkel, schau, dass du dich nicht reinsacken lässt, sondern dass du aktiv bist. Und die rechte Fußaußenkante auf deiner Matte. Und dann komm mit der nächsten Einatmung langsam zurück in deinen Krieger 2 und mit der Ausatmung deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund und beide Hände zurück auf den Boden. Sehr schön. Du kannst ja auch noch mal kurz auf der Stelle laufen, einmal alles auflockern und dann roll mit deiner nächsten Einatmung langsam zurück in die Ebene. Bleib hier noch einmal für einen kurzen Moment. Aktiviere nochmal deine Körpermitte. Spür die Kraft deiner Arme, die Kraft deiner Beine. Und dann ganz langsam mit deiner Zeit leg auf deiner Matte ab. Und dann mach mit deiner Stirn einmal ein kleines Kissen. Komm einmal kurz in Bauchlage. Spür einmal kurz nach. Und dann bring von hier aus deine Hände nach vorne, deine Handflächen schauen sich an. Mit der Einatmung hebst du den Oberkörper und deine Arme, deine Füße bleiben auf der Matte. Mit der Ausatmung senkst du deinen Oberkörper wieder. Dann mit der Einatmung heb einmal deine Beine an, aktiviere dein Gesäß. Und mit der Ausatmung senkst du deine Beine. Kombinieren wir beide Bewegungen miteinander für unsere Heuschrecke. Bringst du deine Hände wieder nach vorne und mit der Einatmung hebst du einmal deine Hände und deine Beine. Und dann heb dir einmal richtig schön den Oberkörper und den Blick und dann spür die Aktivität in deinem ganzen Körper, dein ganzer Körper, der hier arbeitet. Bleib bei einem ruhigen Atem, auch wenn es anstrengend.
dann atme hier tief ein. Und mit der Ausatmung löst langsam wieder auf. Spür einmal nach. Schaukel dein Gesäß einmal von rechts nach links. Und dann ganz langsam in deiner Zeit finde deinen Weg in die Stellung des Kindes. Dein Gesäß auf deine Fersen, deine Hände nach vorne oder unter deiner Stirn. Spüre hier einmal kurz nach. Dein Rücken, der sich wieder rundet in die andere Richtung. Dann roll von hier aus nach oben in den Fersensitz. Setz dich einmal neben deine Füße, bis du in das Boot findest. Und dann heb deine Beine. Wenn du möchtest, kannst du die Arme mit dazu nehmen. Wenn dir das zu viel ist, dann kannst du die Arme aber auch hinten lassen. Und dann aktiviere hier nochmal ganz bewusst deine Körpermitte. Nimm die Schultern zurück für ihre Platz zwischen Schultern und vorne. Und dann atme hier tief ein und mit der Ausatmung komm ins Liegen. Für dein Shavasana, deine Füße sind mattenbreit geöffnet. Die Fußspitzen fallen ganz sanft nach außen. Die Handflächen Richtung Himmel. Dann schließt ihr die Augen. Und dann beenden wir die Stunde, wie wir sie angefangen haben, mit drei tiefen Atemzügen. Und dann atme tief durch deine Nase ein. Und nochmal lösen. Nochmal tief durch die Nase einatmen und lösend durch den geöffneten Mund aus. Ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen und nochmal lösend über den geöffneten Mund aus. Und dann werd hier, lass deinen Atem wieder los, werde nur wieder der Beobachter von deinem Atem, der in seinem ganz natürlichen Fluss. Dann genieße hier noch einen Moment der Stille. Dann ganz langsam bring Bewegung zurück in deinen Körper, in deine Fingerspitzen. Spitzen in den Kreis, in die Handgelenke, vielleicht möchtest du dich einmal strecken, vielleicht möchtest du dich einmal ganz klein machen, mach das, was sich hier für dich richtig anfühlt. Und dann ganz langsam roll rüber auf eine Seite und bleib hier noch für einen kurzen Augenblick. Und ohne zu bewerten, schau einmal, wie es dir jetzt geht. Dann komm ganz langsam zurück ins Sitzen, ein bequemer Sitz deiner Wahl. Leg von hier aus einmal beide Handflächen auf dein Herz. Spür dein Herz in deiner Brust schlagen. Spür einmal die Verbindung zu dir selbst. Dann bring deine Hände ganz langsam zusammen vor dein Herz in Namaste. Bedank dich einmal bei dir selbst, verneig dich einmal vor dir selbst. Vielen Dank, Namaste.